Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Wir haben gerade 2 Stunden ein Eisteam gebaut. Mit Snibunna, Koloval, Motineva, Larshoking, Espinodon und Arctilas. Und jetzt gehe ich mal in die VGC und guck mal, was damit so möglich ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Highlights. Wenn das kein Bizarro-Team ist. Boah, da wird es doch direkt spannend. Da, das ist doch der erste richtige... Okay, Feuer und Boden. Spezialangriff auf jeden Fall. Eine Kampfattacke wäre gut. Body Press. Und gegen Knackrack haben wir sowieso Eis. Er wird Knackrack vielleicht gar nicht spielen und trägt Gefahr wegen Eisteam. Sondern die anderen. Das heißt, Kürtel sehr wohl. Sehr wohl kann ich die scheiß Dinger auch kaputt machen mit Eiskreisel. Gladimperio bringt ihm eigentlich auch nichts. Außer vielleicht Kampf. Ja, der wird mit Kürtel Alarm machen, ne? Kürtel muss ich irgendwie loswerden. Am besten nochmal Spezialangriff, ey. Ich nehme mal Koloval. Weil er da die Geschwindigkeit hat. Obwohl, wenn er auf Bizarro rumgeht, bringt mir das auch nichts. Scheiße, Bizarro und direkt gegen meinen Rückenwind. Na, ah, das wird spannend. Ob es darum geht. Perfekte Gegner, wieso? Ich gehe auf Rückenwind. Ich habe viele schnelle Pokémon dabei. Oder meinst du nicht, bloß nicht Rückenwind drücken jetzt? Ja gut, er wird safe Bizarro machen. Also werde ich erstmal keinen Rückenwind drücken. Dürre. Das ist gut, weil direkt Schneelandschaft kommen wird. Und der macht bestimmt Eruption. Er macht Bizarro und Eruption oder so. Eruption kann ich rundum Schutz machen. Ja, kann ich doch. Eisige Stimmung, Abfahrt. Dann ist die Dürre weg, mein Bester. Was macht der? Als ob er Flinkklaue hat und das auch noch geht. Surfer, das ist... Hat der Schwächeschutz bestimmt, ne? Surfer könnte ich auch auf Larshoking spielen, anstatt Psychokinese. Ah ja, er erhöht seinen Angriff stark. Und seinen Spezialangriff stark. Dann macht er damit bestimmt... Bizarro-Raum. Der ist richtig langsam. Kraftkoloss. Oder Body Press. Er geht auf Spezialangriff, ne? Also, Arctilas, das kann ich gegen Spezialangriff gar nicht bringen. Koloval vielleicht eine Erstschlagattacke, um den abzuschwächen. Er macht gar keine Eruption. Er macht gar keinen Bizarro-Raum. Er macht wirklich Eruption. Alter, der Rundumschutz ist Zucker, ne? Rundumschutz Zucker. Dann könnte ich sogar Rückenwind jetzt drücken, wenn er nicht auf Bizarro geht. Außer er drückt jetzt Bizarro. Eruption. Ja, Kraftkoloss, damit Eruption schön wenig Schaden macht. Abfahrt. Wenn er das bringt. Ja gut, dann sind aber schon 2 Pokémon von ihm tot oder angefrackt. Gucken wir mal, ob das jetzt hier ein guter Play war mit auf Käfer gehen und Käfer gepumpt. Gucken, wie viel das abzieht. Der Larshoking hat übel viel Spezialverteidigung, weiß ich. Von meinem Larshoking. Schutzschild, gut. Kraftkoloss, gut. Macht mir ja dann nichts. Er will mit Zau rumdrücken mit dem Ding. Mal gucken, ob das stirbt davon. Wahrscheinlich nicht. Ja! Kein Bizarro.
Alter, wieso ist das so stark? Und ich habe sogar noch den... Habe ich jetzt eigentlich Schwächeschutz oder die Beere auf Montenegro? Weiß ich gar nicht. Schwächeschutz hast du drauf? Okay. Boah, bitte, er macht wieder Eruption, das wäre so witzig. Schade. Fehlgeschlagen. Schön. Ciao, ciao. Erhöht sich meine Death oder meine Spezialverteidigung durch Schneesturm? Ich glaube meine Death, ne? Nicht Spezialverteidigung. Eruption. Ja! Def, ne? Ja. Oh, Kraftkoloss wird so schmecken. Oh, Käfergebrumm wird auch schmecken. Oh, Eisplitter auch. Oh. Bin ich schneller? Ich hab 400. Ja, ich bin schneller. Eiskreise oder ja, Eiskreise. Ich weiß gar nicht, wieso ich Eiszapfhagel noch drauf habe. Kann ich nicht wegmachen. Warte mal. Ich setze einen Blizzard ein. Dann ziehe ich dem links auch ein bisschen was ab. Und ein Eiskreise. Das heißt, selbst wenn er Schutzschild drückt, da ich dem anderen ein bisschen was abziehe. Mit Eruption nicht so böse ist. Aber wegen... Also Motilera stirbt durch Eruption so oder so nicht. Das macht nur Hälfte Schaden. Oh, er macht bestimmt wieder Stahl drauf, ne? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ehrlich gesagt. Feuer macht er drauf, als ob er Feuer hat. Da habe ich gar nicht dran gedacht. An Terra. Boah, Montenegro ist ja übel stark. Er macht nicht mal mehr Eruption. Ich könnte halt einfach einen Rückenwind auch noch drücken, ne? Bevor es stirbt. Ich glaube, das mache ich sogar. Einfach als Disrespect noch einen Rückenwind. Komm, dann safe 2 schneller als 3 Qualo-Wind, genau. Ich meine, Arctilas ist auch mit 3-mal Rückenwind nicht schneller. Ja, was will er jetzt noch machen? Was will er jetzt noch machen? Alter, wie gut ist der Motinever, bitte? Das macht keinen Schaden. Guck mal. Alter, macht das viel Schaden. Ja, vierfach, ne? Ich glaube, die Beere ist besser, Leute. Die Beere ist besser als Schwächeschutz. Auch wenn das nur Hälfte Schaden macht, es ist trotzdem zu viel. Was sagt er? Besser die Beere, oder? Ey, direkt das erste Game gewonnen. Das Team gefällt mir. Er spielt mit meinem Lied, der Wichser. Das ist mein Lied. Geht er für die Steinhagel-Taktik? Stein ist sehr effektiv gegen mich. Könnte sehr wehtun.
WTF? Weil Lasho King hat so viel Death, Leute. Wie kann das One-Hit sein? Ey, wie... Ich schaffe es nicht, weil es in Kramurks zu One-Hitten. Und der haut einfach ein Lasho King weg. Das hat über 200 Death. 80 Base. Der One-Hittet das einfach, ohne Leben-Orb oder so. Also, ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich verstehe hier ganz und gar nichts mehr. Wirklich. Ich verstehe hier nichts mehr. Nee. Ich weiß, der Sandsturm verstärkt die Spezialverteidigung. Schön, schön, schön. Er macht einfach einen Knirscher. Vieh ist langsam, ich habe keine Kampfattacke. Und das Vieh ist scheiße. Ja, ich habe gar nichts. Gar nichts, Eis, also scheiße, Mann. Vor allen Dingen, was habe ich hier? Ich habe Eissturm auf dem drauf. Ich muss mir gleich nochmal die Attacken angucken, hier ist ja alles falsch.
das Eissturm auch gerade nicht getroffen hat. 95. Nicht getroffen. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Attacken für YLC. Ich mache ganz oft keinen sehr effektiven Schaden. Das Team ist nice, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Attacken-Variety. Zum nächsten Mal müssen wir uns auf jeden Fall nochmal die Attacken anschauen und da nochmal ein bisschen feinjustieren. Weil ich habe so, ich hatte gerade Eissturm aufs Nibuna. Da muss eine Kampfattacke rein. Ich muss Feuer haben. Ich brauche andere Terra-Typen und ich glaube auch, ich brauche Terra-Boden auf Koloval. Mit dem Terra-Ausbruch. Ich glaube, das kann richtig, richtig, richtig krass sein und auch entscheidend an manchen Stellen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne ein Follow auf dem Kanal lassen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.